Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer Folge von World of Goo auf der Switch. Ich habe hier den kleinen Joy-Con-Controller in meiner Hand, der wird dafür benötigt. Das Ganze gibt es auf diversen Mobile-Plattformen, wie auch auf dem PC und eigentlich fast überall. Das heißt, wenn ihr dieses Spiel auch spielen wollt, dann ladet es euch doch einfach runter und spielt es. Wir probieren es aus. Heute auf der Switch. Lege den Joy-Con rechts, das ist der rechte, auf eine flache Oberfläche. So einfach, heb ihn auf. Zeige auf den Bildschirm und drücke den Cursor zur Zentrieren. Zu zentrieren, okay, okay. Soll plus drücken? Okay. Ah, funktioniert tatsächlich. Ist ja verrückt. Drücke jederzeit plus, um den Cursor neu zu zentrieren. Ich glaube, ich muss mal ein Stückchen weiter weg. Mr. Flauschig, was ist los? Hör auf zu jammern. Mr. Flauschig wird gleich wieder Stress machen, pass auf. So. Alles zentriert, perfekt. So, okay. Um den Cursor, ja, ja, ist okay, ist okay. Also, jetzt haben wir hier eine kleine Maus, ne? Hui. Ist nicht so 100% präzise. Ich denke mal, wenn man das Ganze auf einem Handy spielt oder so, hat man seinen Finger. Das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber wir gehen Kapitel 1. Hügel voller Goo. Bin gespannt, Freunde. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier zwei Level verfügbar. Achso, ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Geh mal zurück. Ich habe auch schon getestet. Hey, nein. Sommer. Das müsste das erste Level sein, ne? Aufwärts. Okay. Aufwärts. Pipi leicht. Baue mit den Gubeln hoch zum Rohr. Ich habe selbstverständlich schon ein bisschen getestet. Von daher, sorry. Gut. Das ist ein bisschen her, dass ich das getestet habe, aber wir bauen tatsächlich einfach nur einen Turm mit den Goos. So nehme ich an. Wir haben eine limitierte Anzahl und die müssen da halt einfach nur hochgesaugt werden. Das Ganze kann man auch zu zweit spielen, was verdammt lustig ist, weil ich das mit Regen gemacht habe. Sie hat natürlich auch mal keinen Lust mehr gehabt, weil ich besser bin als sie. Ah, okay. Ich sehe die Schwierigkeit. Und zwar bauen wir einen Turm und die restlichen müssen hier in diesem Level 4 sein. Wir haben jetzt 9 gesammelt. Okay, weiter. Ich verstehe. Das ist hier die Problematik, Freunde. Das ist hier die Problematik. Ich könnte auch so zentrieren, ne? Ja. Komm, wir machen das einfach so. Dann seht ihr, wie ich meine Hand schwinge. Aber das ist, der Kopf dreht da durch. Sorry, der Kopf dreht durch. Kann ich nicht machen. Okay. So. So könnt ihr auch alles sehen, was ich mache. Okay, weiter geht's. Nächstes Level. So. Gucken wir mal, ob ich besser bin als mein erstes Mal. 11 gesammelt habe ich da. Kleine Schlucht. Einfacher, als es aussieht. Okay, wir müssen jetzt eine Brücke bauen. Ist quasi einfach nur so ein Brückensimulator. Und wir müssen es mit 8 schaffen. Und wir dürfen uns da nicht runterhängen. Okay. Wir kennen es ja schon aus diversen Spielen, dass Dreiecke immer die stärkste Konstruktion von allen sind. Ich meine, ich kann sowieso nichts anderes machen als Dreiecke. So. Und zwar werde ich jetzt mal ein bisschen höher bauen. Ich muss in die Richtung bauen, ne? So. Aber das Ganze wird halt, wie ihr seht, auch immer schwerer. Deswegen fällt das auch langsam runter. Also es sind doch die einfachsten Level hier, aber ihr seht schon die Schwierigkeit. Oh, ich hab's rüber geschafft. Okay. Ach, ich musste hoch. Ach, ich musste. Ach ja, ja. Ach. Ich wollte eigentlich nur zu denen hier. Oh Gott. Oh, er ist noch dazugekommen. Oh, Schwein gehabt. Okay, 11, 12, 13, 14 gesammelt. Also, das ist nicht schlecht. Was wollt ihr mir hier sagen? Jenseits einer kleinen Schlucht erschien ein weiteres mysteriöses Rohr am Himmel. Es sieht warm und einladend aus. Die Kuhbälle fragten sich, wohin es wohl führt. Der Schildmaler.
Bin gespannt, was wir noch vom Schildmaler so hören. Extra Bälle 3. Züge 10. Ah, gut, ich sehe schon. Das ist schon gar nicht mal so einfach, wie man denkt. So. Wir haben jetzt die kleine Schlucht gemacht. Jetzt sind wir hier reingegangen und sind bei Durchhänger. Wecke die schlafenden Gu. Diese Höhle sieht aus, als ob sie seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Bis jetzt. Als das Rohr durch die Decke brach, hat das Sonnenlicht wohl diese seltenen Albedo-Gu-Bälle geblendet. Sie merkten anscheinend nicht, dass es zu schneien begann. Vielleicht wachen sie auf, wenn sie nur etwas zum Herausspringen hätten. Der Schildmaler, heraufspringen? Also muss ich zuerst runterbauen und dann hoch. Okay. Macht es das schwerer, wenn ich ne... Ja, wenn ich mehr Verbindungen mache, macht es das schwerer. Glaube ich. Wüsste es. Aber ich will ja nicht schwerer haben. Kann ich auch einen zurücknehmen? Shit. Jetzt kommt doch endlich mit! Was ist denn los mit euch? Hier. Eine bessere Einladung habe ich für euch nicht. Kommt alle her. Ernsthaft? Kann ich einfach den so mitnehmen? Na gut, immerhin habe ich mit allen zwei eingesammelt. Das lohnt sich ja noch. Und jetzt müssen wir nach oben bauen. Großartig, wa? Zuerst bauen wir runter und nach oben. Okay, das nutzen wir aus, indem wir hier hinbauen. Yay! Okay, hä? Jetzt geht's doch. So, und zwar bauen wir hier einfach zwei hin. Kann ich das nicht noch höher ziehen? Nee, jetzt ist es zu spät. Da gibt es bestimmt bessere Techniken als meine. Ich meine, guckt es euch an, das ist ja... Ich fühle mich wie so ein kleiner Loop. Okay, wir müssen jetzt dagegen anwirken. Oh mein Gott. Der Turm wackelt. Ha? Aber wir haben es geschafft. Puh. 10 Stück, 11 Stück reichten mir vollkommen. 12 Stück... Oh, 13. Ich werde besser in dem Scheiß, Freunde. Ich werde besser in dem Scheiß. Okay. Das war erst der Anfang, Freunde. Das war erst der Anfang. Züge 15, Zeit 2, 13, extra Bälle 1. Achso, fürs nächste Level habe ich wahrscheinlich extra Bälle bekommen, oder? Weiß es nicht. Vielleicht kriege ich fürs nächste Level extra Bälle. Die Erde bebt. World of Goo Corporation. Jetzt eröffnet. Okay. Lasst uns einkaufen gehen. Ah nein. Lippenstift vielleicht? Oder große Dildos? Da könnten auch Dildos sein. Naja, gehen wir weiter. Wir haben die Flugmaschine. 6 gesammelt habe ich da bisher. Also bisher gehen wir durch Level, die ich schon kenne, die ich ausprobiert habe. Okay, was haben wir denn da? Öffnet die Tore und fliegt, Äffchen fliegt. Aber vergesst mich nicht, okay? Hochachtungsvoll der Schildmaler. Soll ich jetzt nur die roten, oder? Ich check's noch nicht ganz. Das checken. Aber ich kann die doch nicht bewegen. Ich check's nicht. Hä? Ich muss es ja irgendwie gemacht haben schon. Öffnet die Türe und fliegt, Äffchen fliegt, okay. Versuch wert. Ja.
Und dann muss ich das mit zwei Controllern machen, weil der hier reagiert gar nicht. Ich würde ja verstehen, wenn man damit irgendwie was aufmacht. Okay, geht ihr alle mal da nach links. Na komm. Ach, jetzt check ich's. Ah, okay. Juhu. Ah, jetzt wird ein Schuh draus, Freunde. Fliegt es auch mit zweien? Nein. Dafür sind drei auf jeden Fall benötigt. Das heißt, wir holen uns hier nochmal zwei. Eins, zwei. Und dann haben wir noch zwei übrig. Da hängen wir einen hier dran. Nicht den Scheiß ernst dran. Ja, meinetwegen hängen wir den da nochmal dran. Und dann fliegt er hoch. Wenn es jetzt einer extra mehr ist, dann ist klar. Dann kriegen wir Extras fürs nächste Level. Ja, tatsächlich. Sind mehr als vier. Normalerweise wären da wahrscheinlich vier drin gewesen, ne? Also nehme ich jetzt mal stark an. Die machen damit bestimmt irgendwie Eyeliner oder so ein Kram. Irgendwas Menschliches. Irgendwas, was die Mädels brauchen. Okay. Wir haben Fistis Sumpf, da war ich noch nicht. Und wir haben hier den Efeu-Turm. Frage ist, wo gehen wir als erstes lang? Gehen wir mal hier lang, weil ich das hier schon gemacht habe. Das ist dann das letzte Level, was ich bereits eigentlich kenne. Oh nein, das kommt mir bekannt vor. Oh Gott, nein. Ja. Ach, wenn sie wach sind, kann ich sie einfach so reinziehen. Okay. Das ist gut zu wissen. Also, der ganze Scheiß hier dreht sich und wie ihr seht, meine Goos bewegen sich mit. Heißt, im besten Falle warte ich einfach ab, bis die sich drehen. Oder habe eine Konstruktion gebaut, die passt. Oh, was haben wir denn hier? Eine neue Spezies der Gubelle. Ich muss sagen, sie sehen echt wunderschön aus. Vielleicht sind sie beziehungsscheu. Ich bin mir nicht sicher. Aber es sieht so aus, als könne man sie leicht voneinander trennen. Der hilfreiche Schildmacher. Ah, das sind wieder trennbare Goos. Ah, ich verstehe. Verdammt. Na gut, wir warten kurz ab, bis er sich gedreht hat. Wir müssen es hier nur bis ganz nach oben schaffen. Irgendwie. Na komm, dreh dich weiter. Ich könnte den Turm schon mal weiterbauen, ne? Einfach schon mal ein bisschen bauen. Ach, verdammt! Egal, der Turm kann weitergebaut werden. Die Frage ist, ob ich mich jetzt noch drehe. Ja, komm schon. Dreh dich? Ich habe das Gefühl, dass das nicht aufgehen wird, was ich plane. Und der Turm muss höher. Der Turm muss höher. Komm schon. Gib um. Stücken noch. Falls ich mich überhaupt noch drehen kann. Ja, vielleicht bin ich irgendwann einfach so lang, dass ich mich bis hier hoch arbeite. Beim Drehen. Das wäre doch mal interessant. Yeah! So. Statt dann nur noch 6. Das wäre ungünstig. Komm. Naja, zumindest kann ich hier schon mal höher bauen. Schon nicht schlecht. Okay, nein, da sagt er nichts. Wir haben aber noch ein paar. Wir müssen ja nur 8 insgesamt sammeln. Die Frage ist.
kommen wir da irgendwann auf diese Art und Weise ran. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe, weil es ist schon ein halbes Jahr her, seit ich dieses Spiel gekauft habe und mir vorgenommen haben müssen, um zu Let's Playen. Das war schon nicht schlecht, Freunde. Noch 5,2 Meter stand da draußen. Nur das regelt sich, aber wenn wir uns ja bewegen. Aber das könnte es jetzt schon reichen. Okay, ein paar sind durch. Ein paar sind durch. Das heißt, im Endeffekt, ich warte einfach jetzt nur noch ab, bis die alle durch sind, ja. Ich meine, eigentlich müssen sie ja nur noch 8 schaffen. Ich hätte mich auch rechts und links so befestigen können, dass ich mich nicht drehe. Oder? Ach, die wandern von alleine nach oben. Oh mein Gott, mein ganzes Konstrukt ist zusammengefallen. Nein! Okay, pass auf, dann bauen wir jetzt einfach schnell. Müssen ja nur 5 schaffen. Oh Gott, das ist... Okay, ich hab's geschafft. Wir können jetzt noch warten, bis mehr reingehen, aber... rein theoretisch könnten noch... Ey, ich könnte zwar einen Rekord aufstellen, aber scheiß drauf. Immerhin sind wir hier im Let's Play, ne? Das muss ja hier ein bisschen schneller gehen. So, sehr schön. 4 Minuten. Extra Welle 0 dabei. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Jetzt geht's ja nur zu Leveln, die ich nicht kenne. Was ist das hier? Plus 26. Hier landen die zusätzlichen Gubelle, die du in jedem Level sammelst. Ah, schön, sie wiederzusehen. Obwohl sie anscheinend ihr Wesen verloren haben. Das muss der nagelneuen Campus 2.0 der World of Goo Corporation sein. Man sagt, die Mitarbeiter bekämen umsonst Cornflakes und fahren mit Rollern zu Besprechungen. Die Manager der World of Goo Corporation meinen, dass sich dieser Bereich in alle Richtungen bis in die Unendlichkeit erstreckt. Komisch, alle bauen nur nach oben. Was ist denn da oben? Ist gleich der Schildmacher. Ah, hier kann ich mit meinen sämtlichen Goos quasi nach oben bauen. Und den größten Turm aller Zeiten aufstehen. So, 4,6 Meter ist derzeit unser Rekord. Gut, gehen wir zurück in die Welt. Also, es bringt eigentlich gar nichts, seine restlichen Goos aufzubewahren. Es sei denn, man kriegt Erfolge, aber hier auf der Switch kriegt man natürlich keine Erfolge. Gut, wir gehen zu Fistis Sumpf und gucken uns mal Fistis Sumpf an. Neues Level, was ich noch nicht kenne. Okay, wir haben Luftballons und wir haben die normalen Goos. Das heißt, im Endeffekt gibt er uns hier schon... Ach, das ist ein Luftballon. Ich will kein scheiß Luftballon, ey. Weg damit. Ich will nur meinen Goo haben. Luftballon kommt erst später. Wenn er anfängt zu sinken, sollten wir einen Luftballon nehmen. Aber bisher sieht das noch ganz gut aus. Besser wäre es mein Schildmacher-Schild lesen. Knacke einen Zeitkäfer, um einen Schritt zurückzugehen. Ah, der Schildmacher. Gut. Das sind die Käfer. Wir nehmen einen Luftballon und platzieren ihn erstmal. Ja, wir platzieren ihn da. Hui. So, das sieht doch stabil aus. Wir müssen bis da hinten hinkommen, ja? Okay. Ach, da oben sind auch Stacheln. Verarscht mich doch hier. Okay. Da geht mehr, Freunde, da geht mehr. Wir benutzen jetzt einen Luftballon und platzieren ihn erstmal hier so schön. So, das hält das Ganze schon mal ein bisschen weiter oben. Und dann gehen wir ganz sanft nach rechts.
So, bla bla, knacke, na, okay, ist okay. Und wenn wir jetzt nämlich einen Luftballon da oben hinsetzen, ist alles klar. Das ist ein bisschen zu knapp. Auf dem Scheiß! Ich merke schon, der wird immer schwächer. Ich habe einen Plan, ich habe einen Plan. Wir sitzen jetzt hier einen hin. Okay. Alles ist in Ordnung. Das ist Kacke! Hä? Hallo? Schritt zurück? Dankeschön. Okay, was ist, wenn wir hier noch einen Luftballon ranhängen? Zeitgeber! Shit. Okay, das kriegen wir schon hin. Easy, easy. Wir müssen nur 6 Stück durchbringen. Das kriegen wir wohl hin. Okay. Ich muss ihn. Der fliegt jetzt viel zu hoch. WTF! Okay, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen interessanter. Oh, was ist das hier? Fisti schwor sich niemals wie diese heranwachsenden Kaulquappen zu sein, die bunte Edelsteine aus ihren Möhlern schießen. Aber er fragte sich, wie das wohl wäre. Der Schildmaler. Wir machen das jetzt anders. Wir machen jetzt hier einfach einen stabilen Weg hin. So stabil halt, wie es geht. Luftballon! Nach oben, bitte! So, rein theoretisch müssen wir ja eigentlich nur die Ballons halten. Im Wortspiel. Es wir dürfen nicht zu tief und auch nicht zu hoch. Wir sind jetzt hier auf so einem Mittelding. Jetzt habe ich plötzlich doch 3. Nicht zu tief gehen und auch nicht zu hoch gehen. Weil wenn ich zu tief gehe, dann schwingt er auch viel zu hoch. Ernsthaft? Den habe ich nicht anvisiert, Freunde. Zurück. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst! Zieh den mal hoch. Sieh jetzt schon, wie das Spiel mich aufregt. Ach, komm! Nein, da wollte ich das doch nicht hinhaben! Leck mir doch die Füße.
Okay. Neuer Versuch. Ich baue das jetzt einfach so wie hier. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze dadurch nur schwerer wird. Komm, ich brauche einen neuen Luftballon. Ich fliege! Nach oben! So wird das nichts, Freunde. Wir brauchen einen Masterplan. Sieht nicht so gut aus, oder? Beim nächsten Mal finden wir eine Lösung und denkt dran, je mehr Likes es gibt, umso früher kommt die nächste Episode. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Oh Gott.